Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir sind heute wieder im Spiel Scum und natürlich wie immer bei mir auf dem Server 7 Tage Gaming, ein reiner PvE-Server mit Willkommenspaket und Botshop. Und ja, ich stehe hier beim, ich war gerade beim Händler. Im letzten Video habe ich ja ein bisschen gelootet und ihr seht es jetzt rechts oben an meinem Kontostand, es sind fast 24.000. Also die letzte Loot-Tour, da waren wir bei 8.000, hat uns gebracht 14.000, 16.000 Scummies und ich würde sagen, für die kurze Zeit eine schöne Ausbeute. Aber warum stehe ich hier? Ich stehe hier, weil wir sind hier kurz vorm Gefängnis und heute geht's ab ins Gefängnis. Wir möchten, oder ich möchte heute knacken. Wir haben genug Schraubendreher gesammelt, wir haben auch Dietriche, wir haben Büroklammern und jetzt möchte ich mal das Gefängnis besuchen, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben, war noch keiner drin und dann können wir auch, wenn wir Glück haben, einen richtig schönen guten Loot rausziehen. So, mach mal die Tore. Jetzt diesmal fahre ich aber rein. Ich bin ein bisschen mutiger. Ich hoffe, ich werde nicht bestraft dafür. Wahrscheinlich geht's. Schauen wir doch hier gleich einmal rein. Wahrscheinlich wird es dann heute mit Sicherheit schief gehen. So, das nehmen wir nicht mit. Aber mir fällt auf, ich habe das letzte Mal ja diesen taktischen Pullover mit angezogen. Und den ziehe ich jetzt wieder aus. Seitdem ich den anhab, schwitzt er wie die Sau. So, drei, vier, ich glaube, ich muss noch. Da unten sind 13 Stück. 2, 5, 7, 10, 11, 13. Dann nehmen wir noch 2 mit. Und einen Dietrich. Und dann wären wir wahrscheinlich leer. Aber es kann sich da unten wirklich rendieren. Ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich meine, wenn ich sage da unten. Das ist natürlich die Frage, fahre ich ganz rein oder fahre ich nicht rein? Das ist jetzt... Bis jetzt höre ich noch nichts. Wisst ihr was? Ich fahre jetzt mal rein, ich bin mutig. Da sind sie. Okay, Pistole ziehen. Jetzt hat er gekreischt. Da sind sie, die Burschen. Die Horde. Klar, oh, da hinten sind sie. Okay, eine atmet noch schwer. Das war's. Hoffe ich. Jetzt steige ich aber erstmal nachladen. Irgendwo läuft noch einer. Sind wahrscheinlich nicht rausgekommen. So, da ist das Magazin. Und ich würde sagen... Wir laden gleich mal nach. Also ohne Pistole, mit Bogen wäre es wahrscheinlich schief gegangen. So. Jetzt tun wir wieder da rein. Ich
drehe jetzt trotzdem um. Jetzt bin ich noch mal mutig. Okay. Ich höre sie. Es sind also da drin. Komm, ich mach mal. Warum kommen sie? Oh, da ist sogar offen. Mach mal wieder zu. Wo ist denn der? Der hängt da draußen irgendwo fest, hä? Okay. Dann soll er schreien. Vielleicht ist er auch unten im Keller. Weiß es nicht, aber wir nehmen jetzt mal den Rucksack mit. Die Pistole kommt weg. Ah, da hat jemand die Tür geöffnet. Schauen wir mal. Da kommen sie. Kommt bestimmt noch einer. Da hinten steht einer. Wir sind alle böse. Okay. So, wo habe ich jetzt meinen Rucksack fallen lassen? Jetzt ist er weg, oder? Das gibt's doch nicht. Da ist noch einer. Mein Rucksack ist weg. Mein schöner Rucksack. Da ist er drin. Oh, ich dachte schon. Okay. Ich glaube, das sind irgendwo oben. Die lassen wir einfach mal in Ruhe. Wir wollen hier nach unten. So, ich mache aber trotzdem hier zu. Dann hören wir wenigstens, wenn sie es aufmachen. Die habe ich noch in der Hand. So, schauen wir mal schnell hier rein. Da schreien sie und man weiß nicht, wo sie sind, ne? Antibiotika. Okay. Da ist er. Na, mach auf, mein Freund. Dann kriegst du einen Kopfschuss. Ja, machen wir wieder zu. Mach zu. Okay, der hat sich beruhigt. Hier wollen wir rein. Hier wollen wir rein in die gute Stube. Und hier, wenn wir Glück haben, hier sind viele verschlossene Container. Wenn wir Glück haben, holen wir jetzt da ein paar schöne Sachen raus. So, einmal, irgendwie wird es finster. Zweimal. Dreimal. Viermal. Mal schauen, wie lange mir die Dietriche reichen. Fünf. Sechs. Sieben. Acht.
10. Elf, zwölf, dreizehn. So, jetzt müssen wir aber hier wieder Platz haben. Ja, haben wir auch. Ich habe den Gummi immer noch mit dabei. Eieieiei. So, zwei wären noch übrig. Gut. Der Dietrich, dann nehmen wir mal das gute Stück in die Hand und fangen da vorne an. Und Happy Looting. Oh Gott, das geht ja schon gut los, ey. Das ist ja Wahnsinn. Was haben wir denn hier? Kaliber 12 Schalli für die Schrotflinte. Auch Granate. Nichts Besonderes. So. Gib mir eine. Ach Gott. Hab's mir fast gedacht. Was haben wir denn hier? Geigerzähler. Naja, immerhin etwas. Und eine K98. Okay. Revolver, die Viper und Einsatzrucksack. Den legen wir mal raus. Noch eine Pistole. 45er. 357er. Klebeband nehme ich mit. Das Waffenöl auch. Eine Fackel. Eieieiei. So, dann schauen wir mal die letzten drei. Oh, nochmal ein Geigerzähler. Eine M249. Oh, passt da nicht mehr rein. Die kann ich so nehmen. So, was für ein Zustand. 70%, naja. Und Patronen. 9 mm. Die bringe ich jetzt wieder rein, komischerweise. Ach, ich habe welche verbraucht. Okay. Noch ein Kompass. Nehmen wir diesmal das Messer noch mit. Die Weste geht noch rein. Das brauchen wir nicht. Noch ein Messer. Geht noch rein. Ohne Gasmaske. Da sind ja hier die Spinde fast besser wie die Loot-Container, die ich jetzt geknackt habe. Wahnsinn. Noch ein Kompass. Eine Weste 3er. Die müsste ich reparieren. Die geht nicht mehr rein. Die muss ich reparieren. Noch eine. Ein Datenhalm muss ich auch reparieren. Okay. Das war's. Mehr wollte ich eigentlich hier gar nicht. Und jetzt gehen wir aber noch hoch. Da oben ist noch eine Werkstatt. So, links oder rechts? Keiner da. Schritte sind irgendwo drinnen, ne? So, schauen wir mal, dass wir das Zeug in aller Ruhe verstauen können. Habe gesagt, in aller Ruhe. Okay. Rein damit. Sind richtig nervös, die Jungs. Jetzt hat er sich wieder beruhigt.
Die ist 82%, die lassen wir mal. Skid 93, die lassen wir auch. Kiste rein, Rucksack rein. Und die dritte Kiste raus. Da haben wir ja unsere Werkzeugkoffer. Da reparieren wir mal die Weste. Und den Helm. Dann gibt es da mehr Kohle. So, Kiste rein. Ja. 13 Loot-Container, aber die Ausbeute ist nicht gerade besonders. Nehmen wir mit. So, ich möchte hier in die Werkstatt noch reinschauen. Da habe ich nämlich auch, wenn ich Glück habe, immer gelbe. Oh, gleich zwei Waffen. Gelbe Schraubendreher. ASS F19. Meine Lieblingswaffe sollte ich vielleicht. Die sollte ich vielleicht aufheben. So, hier liegt nichts rum. Oh, es wird ziemlich dunkel hier drin. Augenheber, nehmen wir mit. Fahrzeugreparaturset. Können wir dann gleich mal das Fahrzeug. Ach, muss ich nochmal kommen? So, tun wir gleich mal repariere. Gibt es hier noch was zum Reparieren? Nee. Entfernen? Nee. Okay, das war's. Dann Verkaufskiste, das kommt noch rein. Schreit der schon wieder? Der soll nicht schreien. Wenn, dann soll er kommen. So, halt, das wird noch verkauft. Ein Wagenheber habe ich ja im. Ja, zwei Wagenheber habe ich sogar im Auto. Lass mal sie schreien, die Jungs. So, hier drin war das, ne? Genau. Nehmen wir natürlich mit. Das brauchen wir nicht. Ne, Metallschrott habe ich im Moment genug. Da unten liegt noch was. Gartenschlauch. Schade, kein gelber Schraubendreher. Könnte man hier noch reinschauen. Da ist dann auch noch eine Werkstatt. So, ziemlich dunkel ist es jetzt, oder? Benzinkanister, einen dritten Benzinkanister, zwei große habe ich. Die reichen mir eigentlich. Okay, hier will einer rein. Hier bin ich. Hier bin ich. Oh, jetzt ist Ruhe. Hoff. Ah, der nächste kommt. Noch mehr. So, jetzt ist Ruhe. Was war denn jetzt hier? Bolzen brauche ich auch nicht, habe ich genug. Was steht hier? Gummistiefel. Kommt der nächste rein? Ja, dann komm halt rein. Traut er sich nicht? Eine Axt, die könnte man eigentlich mitnehmen. So.
brauchen wir nicht. Na komm rein. Und da geht's runter. Ich mach mal die Türen auf, dass ich auch sehe, wie sie kommen. Und hier machen wir zu, dann hören wir sie. Und hier auch. So, das war das. Da oben wäre noch was. Gibt es natürlich hier noch ein paar Räume, aber eigentlich der wichtigste Raum für mich ist der da unten. Oh, die nehmen wir noch mit. Die Hose. Den Rucksack, den lassen wir. Der ist mir zu klein. Sie jetzt hin? Da unten. Oh. Das gefällt mir nicht. Wenn, dann machst du es da rein. Gut. So, jetzt verstauen wir mal das ganze Zeug noch. Oben rein kommt auch die, die verkaufen wir, mit der spiele ich nicht. Moment. Ausbeute ist nicht so groß. Aber dafür ist der Weg. Na komm, was soll das? Noch einer. Hey, der springt mich gleich an. Bist denn du für einer? So, noch was? Nachladen. Okay, die beruhigt sich schon wieder. Und jetzt, Magazin ist da unten, Gott sei Dank. Hat das richtig rein, ja. So, Ersatzmagazin ist wieder voll. Passt. Ich würde sagen, wir hauen ab. Und wir fahren das aber jetzt noch zum Händler, weil der ist nicht weit weg. Und dann schauen wir gleich mal, wie der Kontostand dann ist. Hoppla. So, ab zum Händler. Das ist halt der Vorteil von dem Gefängnis. Der Händler ist nicht weit. Aber die Ausbeute war jetzt nicht gerade die beste. Aber man muss mit allen zufrieden sein, was man bekommt. Und dann gehen wir aber das nächste Mal im Bunker rein, würde ich sagen. Der C2-Bunker. Der ist hier gleich in der Nähe. Oh. Hoppala. So, jetzt machen wir ein wenig langsam. Hier liegt irgendwo noch ein Baumstamm auf der Straße oder neben der Straße. So. Oh. Muss man das Fahrzeug schon wieder reparieren?
So, Outpost, hier können wir keinen Schaden nehmen, hier können wir auf anbumsen. Ei, ei, ei. Und nicht runterfahren. Bei den Händlern in den grünen Bereich ist der Schaden also abgeschalten. Hier bekommt man keinen Schaden. So. Ich müsste auch irgendwann mal an meiner Base die Schränke aufbauen, sonst werden meine Kisten langsam voll. Sind eh schon fast voll. Erst einmal das Werkzeugzeug da weg. Das machen wir da rein. Der kommt da rein. So, dann wird das schon mal weg. Und das Klebeband wollen wir da drin haben, das wollen wir da drin haben und diesmal den Gummi mit rein. Das hier wird verkauft und das Beil kommt mit rein. So, jetzt die Verkaufskiste, da tun wir das noch mit rein und auf geht's. Weste, Weste, halt, nee, die wollte ich doch, die hebe ich mir auf, die bleibt da unten drin. Geigerzahler, jetzt weiß ich nicht, nimmt den der Waffenhändler oder General Goods, ich weiß es nicht mehr. Maske noch, Kompass, Volley, Money. Müssen wir zweimal gehen. Verkaufen, Bank ist eingestellt. 1400, okay. Halt, die wollten wir nicht. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Weg, zack. Weg mit dem Zeug. 28, okay. So, legen wir die wieder zurück. Die kommt da noch mit rein, dass ich sie nicht verkaufe. So, was haben wir denn noch? Das hier. Ich nehme jetzt mal die Geigerzähler mit. Weil wenn nicht, müssen wir ja eh dann woanders hinlaufen. Okay, die Kiste ist leer. So, verkaufen. Erst einmal 2400, jawohl. Zack, zack. Doch, der nimmt den Geigerzähler. 300 bringt der. Sehr schön. Zack, zack. Müssen wir alles erwischt haben. Das hier noch. Und der Rest geht zum Dock und zum Waffenhändler. Jetzt haben wir schon 33.000. Ja, es wird langsam. So, du kriegst noch die Antibiotika, 500 und den Wagenheber verkaufen wir auch noch. So. Gut. Musst du mal pinkeln? Oh. Ja, ich glaube, hier in dem Dreck fällt es nicht so auf, oder? Jo. Keiner hat was gesehen? Nö. Passt. Ab, Finger riechen, alles in Ordnung, gut, passt. So Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Und ja, im nächsten Video werden wir wahrscheinlich in den B2-Bunker, C2-Bunker reingehen. Oder ich baue meine Base weiter. Müssen wir mal schauen.
Auf alle Fälle hat wieder viel Spaß gemacht und man hat es gesehen, also das letzte Video da oben im D1-Bereich hat wesentlich mehr Geld gebracht jetzt wie das Gefängnis, aber der Weg ist halt ziemlich kurz zum Gefängnis und naja, ich bin zufrieden, ich habe 34.000, ich werde jetzt noch so zwei, drei, vier vielleicht Lootrunden machen und dann werde ich mir meine Erstausrüstung für den Bunker, für den verlassenen Bunker kaufen und dann werden wir auch da reingehen. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Also wir sehen uns im nächsten Video. Servus.